Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen in meinem neuen Video. Es geht heute, wie man gerade hier sehen konnte, schon um Gras. Und es geht nicht nur um Gras, wir sind so ein bisschen beim Upcycling. Wir schmeißen so viel weg und wir können manche Sachen ganz, ganz, ganz toll verwenden. Und ich zeige euch heute, wie man mit Gras und mit einer Flasche und schönen Drähten eine ganz tolle Arbeit machen kann. So, aber erstmal habe ich noch was Wunderschönes. Ich habe mal wieder Post bekommen. Ich liebe Post. So schöne. So ein bisschen wie Weihnachten. Weihnachten ist ja noch lange nicht, aber ich habe dann gedacht, ich habe doch noch gar nichts. Ich habe gar nichts bestellt. Aber ich habe da so einen ganz tollen Partner und die überraschen mich dann immer wieder. Ich erzähle es ja auch immer wieder. Floristik24. Ich habe mir ein paar schöne Blöckchen eingepackt, kann ich immer brauchen für irgendwelche Sachen. Ich muss ja auch gucken, dass ich an alles denke. Und da habe ich gedacht, ach Blöckchen, wie schön. Und dann haben sie mir einen ganzen Stapel von dem Floristik 24 Ideenmagazin haben sie mir eingepackt. Und da habe ich gedacht, ach ja, was ist denn da Schönes drin? Das sind natürlich dann tolle Sachen hier, Kräuterlust, Muschelliebe. Feriengrüße vom Meer, also wirklich tolle Ideen, was man wie gestalten kann. Und der Clou ist ja bei Floristik24, wie immer, wenn ihr mit dem Codewort Margit, also groß M und dann klein weiter, Margit, eine Bestellung eingibt, dann bekommt ihr 10% Rabatt und das ist der Fanrabatt, den ich extra für euch ausgehandelt habe. Und was ich auch ganz interessant finde, ich habe immer gedacht, das wäre eigentlich nur in Deutschland, Österreich, Schweiz. Nein, dann habe ich doch was Neues erfahren und habe erfahren, dass in diesen vielen, vielen Ländern Floristik24 auch Produkte versendet. Das sind also viel, viel mehr als nur, weil der Schwerpunkt, die meisten hören ja aus Deutschland zu, aber es sind noch viel, viel mehr. Ja, und dann habe ich da mal reingeguckt und habe gedacht, was haben sie denn Spannendes? Und fand es natürlich auch schön schon, was an tollen Materialien da ist. Und also was ich super schön finde, sind Sukkulentenideen, liebe ich ja. Also diese Dachwurz, die sind ganz toll, da kommt auch bald mal ein Video davon, weil da gibt es auch super schöne, schöne Ideen, mega, und die halten auch so toll. Und was ich dann noch echt spannend fand, ist, ich hatte es überhaupt nicht mehr so mir gemerkt, dass sie, ja, ganz toll, zwei Seiten wurden ein paar Fragen gestellt und die habe ich beantwortet. Und jeder, der bei Floristik24 was bestellt, der bekommt also dieses Magazin und diesen Artikel auch dazu und noch die vielen Deko-Ideen. Und ja, schöne Sache. Also vielen Dank an meine lieben Partner. Ist toll, macht Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Echt cool. Und es funktioniert immer alles so reibungslos und so nett. Das finde ich genial. Ja, da habe ich noch weiter geguckt und gedacht so, was haben wir denn da? Und was ich auch liebe für die Arbeiten, das sind Drähte. Und die haben mir so ganz tolle Muster an Drähten geschickt. Und ach, ich fand das ganz irre, ja. Ich muss die mal alle auspacken. Also das sind jetzt so wunderschön in diesem Eisblau. Ja, sehr schön. Das Apfelgrün, das ist auch klasse. Und gerade für den Sommer jetzt ja auch zu Muschelarbeiten, das Türkis, auch in verschiedenen Stärken, ja, stelle ich immer mal so nebeneinander. Und also mein Favorit sind ja eigentlich hier diese Spulen, ja, diese dickeren, und ich finde, die sind so schön und haben so eine wunderschöne Schmuckdrahtanmutung. Ich bin begeistert und da habe ich gedacht, oh cool, das ist echt, oh, stehen geblieben, das ist echt mega toll. Und ich freue mich auch total, dass ich euch diese schönen Drähte im Video zeigen kann. Also hier sieht man immer so ein bisschen groß und klein, was da alles gibt. Ja, die Kiste stelle ich mal weg. Ja, und hier ist der kleine dazu. Genau, es sind eigentlich alle zusammen. Und wenn wir gerade beim Thema Drähte sind, dann gehe ich mal kurz in meine Ecke und hole dann nochmal was zum Thema Drähte. Und zwar, was es auch gibt, was es natürlich auch wunderschön ist, es gibt auch wieder Aludrähte. Das ist ein 2 mm Aludraht.
Und dann gibt es auch 5 mm. Das ist also hier so ein richtig fester. Und man merkt auch, wenn ich da, der verbiegt sich nicht mehr, sieht jetzt so leicht aus, ja. Aber wenn man den so am kurzen Stück verbiegen will, das geht doch relativ schwer. Und den kann man also nehmen, wenn man was wirklich formstabiles arbeiten will. Und wir machen heute ein Upcycling von so einem kleinen Fläschchen, was eh nur im Altglas gelandet wäre. Da hatte ich eine tolle Idee mit Gras und Drähten. Und da fange ich jetzt mal an, das zu machen. Das wollte ich eigentlich schon lang mal machen. Das sind so Sommerarbeiten. Und da das Gras jetzt wieder so schön ist, muss ich doch unbedingt diese Sommerarbeiten mal wieder anfangen. Ich nehme den Draht doppelt. Ja, das ist ganz wichtig. Doppelt finde ich ist immer gut, dass der schön fest ist. Ich habe auch immer eine gute Drahtschere. Ist auch wichtig. So, und was ich mit dem Draht mache, also diese ganzen Sachen bekommt ihr alle bei Floristik24 super zugeschickt. Und ja, es gibt auch einige, auch Bastelbedarf und so gibt es ja mehrere. Aber die sind einfach nicht so auf die Floristik spezialisiert. Und dann bekommt man nicht so diese speziellen Sachen. Und man sagt, oh, genau das und das hätte ich gern. Ich nehme auch einen breiten Tesa und klebe mit dem Tesa. Ich klebe den Draht mit dem Tesa an die Flasche, ja, so unten, dass es natürlich unten bündig ist, und neben breiten Tesa, der klebt nämlich viel besser als ein schmaler. Da hat man echt, das merken wir auch immer, wenn wir die Sträuße einpacken, ist das so richtig gut. So, und dann klebe ich hier oben auch nochmal. So. Und dann habe ich den Draht schon mal so fest an der Flasche fixiert. Der ist jetzt, genau, die hängt. Die bewegt sich nicht mehr. Und ich habe hier so ein paar Blümchen vorbereitet, die nachher in die Flasche sollen. Die habe ich jetzt einfach so ganz lässige Sommerblühe. Und ich denke, was schön ist, damit es eine tolle Farbwirkung auf dem Gras hat, wäre eigentlich jetzt so ein Draht, ja, der mit dem Rotton, wobei da ist ja wirklich der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Also ich nehme mal den. Ganz wichtig ist, wenn man den Draht, wenn man damit arbeitet, immer auf der Spule danach festklemmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommt unser Gras ins Spiel. Jetzt kommt das eigentliche Thema, zu dem ich heute kommen wollte. Und wie gesagt, ich liebe diese sommerlichen Grasarbeiten. Ich nehme das Gras und lege es um die Flasche rum. Ja, es ist jetzt eine kleine Flasche, das ist ja auch ganz gut so. Wenn es eine größere ist, dann geht es nicht so einfach. Aber hier gelingt es mir dann doch fast, mal gucken, fast, ja, auf einmal das Gras anzulegen. Und Moment, da muss auch mal einmal kurz nachfassen. So. Und ich schlinge den Draht erstmal 2 Umdrehungen um die Flasche. Und dann wickel ich den Draht mal kurz fest. Fest ist ein gutes Stichwort. Fest, ja, richtig fest. Weil wenn dieses Gras trockener wird, dann wird es auch lockerer. Und deswegen ist es gut, das richtig alles richtig, richtig fest zu wickeln. Ja, weil das bekommt natürlich, wenn das Wasser aus dem Gras entweicht und aus Gras wird auch irgendwann Heu, dann bekommt dieses Gras einfach mehr Spiel. Und deswegen muss ich jetzt auch schön fest wickeln. Jetzt halte ich die Flasche schön fest und gucke, dass ich alles, dass hier auch nichts, dass hier auch keine Zwischenräume sind. Also ich möchte kein Glas sehen, sondern ich lege nochmal ein bisschen Gras an und das Gras kann ruhig unten überstehen. Ja, hier sieht man den Boden. Das Gras kann ruhig überstehen und am Schluss schneide ich das nämlich ab. So, und jetzt wickel ich so, dass der Glas, also dass ich bis zu dem Boden schön fest wickle. Und dann, ja, man sieht schon, was für eine tolle Wirkung dieser Draht auf dem Gras macht. Ja, wie hübsch der ist in dem Rot. Das ist nämlich dann auch dieser Schmuckcharakter. Und deswegen nehme ich jetzt nicht nur einen grünen Wickeldraht. So, wenn einer quer steht, dann wird er einfach rausgeschnitten. Das ist kein Problem. So, ich nehme jetzt nicht nur einen grünen Wickeldraht, sondern ich nehme einfach einen richtig, richtig schönen Draht. Und ja, genau, jetzt ist vielen Dank, Herr Schuster, für den schönen Draht, der jetzt so schnell beikam. Wir haben nämlich tatsächlich erst gestern telefoniert
und uns über diese schönen Drähte unterhalten. So, und da wickle ich jetzt also ganz fest, versuche auch mit gleichen Abständen, ja, oder wer will, kann auch mal so eine richtig, so eine kleine, kann auch mal ein bisschen enger wickeln, dass man das immer mehr das Rot sieht. Und das lässt sich jetzt natürlich schlecht mit Schnüren machen. Ich finde, es ist schöner mit Drähten. Ja, und dann wird es so eine wunderbare Grasflasche, die dann eben auch als, ja, als Vase fungiert. So, ich nähere mich jetzt dem Flaschenhals und ich möchte ja nachher noch Blüten einstellen. Und deswegen wickel ich hier, naja, ja, ich weiß schon, wie ich es löse. Ich wickel bis zu dem Flaschenhals. Und an dem Hals muss ich mir noch eine Öffnung ja, frei machen. So. Dass ich das Gras dann auch, nee, nicht das Gras, dass ich die Blüten in die Flasche einstellen kann. Sorry. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, was ich erzähle. So. Also da muss ich mir so ein kleines Löchlein frei machen, ja, so, ich habe das also schon öfter gemacht und wenn man dann also so mehrere Flaschen in verschiedenen Farben, ja, in verschiedenen Drahtfarben wickelt, dann sieht das herrlich aus, ja, das ist so eine wunderschöne Sommerarbeit und das ist auch eine wunderschöne Deko. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Gras, weil ich möchte meine Drähte bis oben hin, möchte ich die natürlich schön abdecken. Ich habe da noch so ein bisschen was Lustiges vor mit meinen, so, mit den Drähten. Das zeige ich euch gleich. Es lohnt sich wie immer dran zu bleiben, weil es gibt doch immer ganz viele Tipps und Tricks. Und wir drehen heute auch extra abends. Vielen Dank an meinen lieben Kameramann. Wir drehen heute extra abends. Weil dann werden wir nämlich nicht so oft gestört. Weil heute tagsüber kamen doch viele Kunden. Man sieht also auch an der Drahtrolle, der Draht möchte, ich drehe das mal um. So. Der Draht möchte schon ganz gern sich so auf, ja, aufspringen. Genau, aufspringen. Ich habe so nach dem richtigen Wort gesucht. Ich muss gucken, dass ich den auch im Zaum halte und dass ich immer die Drahtrolle unter Spannung, dass ich das Ganze wickle, ja? Dass ich immer eine Festigkeit da drin habe. So. Ansonsten verheddert sich der Draht. So, ich habe das jetzt der Einfachheit halber mal mein Draht schon mal abgeschnitten und arbeite mich noch am Schluss noch mal bis oben hin und wickle diesen Aludraht, also diesen doppelt geschnittenen 2 mm Aludraht, wickle ich bis oben hin fest und um das Ganze zu fixieren, mache ich mit dem Finger wieder eine Schlaufe und ja, quasi drehe mit dem, ich habe das in ganz vielen Videos schon gezeigt, wie fixiere ich einen Draht. Ihr könnt in den Herbstkranz-Videos und ach, überall, wie man ein Herz wickelt und ich habe unglaublich viele Videos, wo ich gezeigt habe, wie man diesen Draht fixiert, weil das ist so eine filigrane Geschichte und selbst in meinen Workshops hatte ich den Leuten gezeigt und kaum mussten sie es selber machen, haben sie gesagt, Margit, wie ging das nochmal? Ja, also ich habe jetzt hier meine Flasche, sieht jetzt eigentlich schon nicht schlecht aus, aber die steht jetzt noch nicht, das ist jetzt irgendwie noch nichts. Jetzt muss natürlich hier der Friseur kommen und jetzt schneiden wir einfach am Boden von der Flasche entlang, möglichst nicht die Drähte aufschneiden, ja, das ist natürlich jetzt so das kleine Kunststück, so. Am Boden von der Flasche entlang. Also man darf ja möglichst bis knapp davor, nicht zu hoch, nicht zu tief wickeln. Dann kann man hier auch noch,
wenn hier sowas absteht, macht man noch so die kleine B-Note an dem Ganzen. Ach, es ist schön. Ich habe ewig keine Grasarbeiten mehr gemacht und ich hatte früher so schöne Seminare mit Grasarbeiten. Ich habe sie geliebt und eigentlich muss man das jetzt im Sommer auch öfter machen. Und ja, ihr seid eigentlich schuld, dass ich das mal wieder ausgegraben habe. Ich habe nicht überlegt, was ich Schönes machen könnte. Und da habe ich auf der Wiese, jetzt gibt es dieses tolle, feste, grüne Gras. So, jetzt steht die Flasche auch. Das Ziel ist schon mal erreicht. Ich mache mal meinen Tisch ein bisschen sauber. Und ich habe da jetzt einen Draht drin. Und der Sinn von dem Draht ist natürlich, ich kann jetzt so ein bisschen Unfug damit machen. Ich lasse auch dieses Gras hier oben noch so lustig stehen. Wenn das eintrocknet und wenn das zu Heu wird und bevor das einfach so runterfällt, kann man dann immer noch die Schere nehmen und es abschneiden. Ich würde es jetzt noch nicht machen. Dann brauchen wir natürlich auch noch eine kleine Gießkanne und gießen unser Wäschen voll. Ich würde eine Gießkanne mit einem möglichst dünnen Ausguss nehmen, weil ansonsten hat man gleich eine Überschwemmung und kann nicht so zielgerichtet eingießen. So, dann machen wir es jetzt mal voll, beziehungsweise ja zur Hälfte. Es hat schon ein ganz gutes Gewicht. Wenn man sich manchmal fragt, wie kriege ich denn jetzt sowas wieder sauber, wenn ich es nochmal reinigen wollte. Es gibt einen ganz tollen Trick, der heißt Coreda Tabs. Brauche ich ansonsten Gott sei Dank noch nicht in meinem Haushalt. Aber zum Reinigen von Gefäßen, wo man sonst nicht reinkommt, da finde ich es ganz klasse. Und da kann man einfach die Flasche dann aussprudeln und kann das Wasser wieder rausgießen. Und wenn wir jetzt so eine richtig schöne Sommerarbeit machen, dann nehmen wir auch ein bisschen Getreide. So. Wichtig ist es hier, möglichst dünne Blütenstiele zu haben, weil wir haben nicht viel Öffnung in der Flasche, wir haben nicht viel Platz. Und deswegen müssen wir jetzt natürlich was Dünnes nehmen, was da reingeht. So, ich muss mich auch immer ein bisschen... Ihr seht, ich muss mich von der Länge her ein bisschen rantasten, wie lange ich es gern haben möchte. Und ich dachte, was so schön fedrig wäre als Blüte, wäre eine als Dromerie. So, schauen wir mal. Und so langsam, ja, wir kriegen noch einen Blütenstiel, kriegen wir noch rein. Aber ansonsten ist so langsam in unserem Fläschchen, ist bald voll. Bei einer Alstromerie, das ist eine Inka-Lilie, da halten die Blüten eigentlich immer länger als die Blätter. Ja, man kann die jetzt noch dran lassen, die sind jetzt sehr, sehr schön. Aber nicht wundern, wenn die Blätter nicht so halten, und die Blätter kann man dann auch vorsichtig abmachen. Und jetzt würde ich zu guter Letzt nochmal schön ein bisschen schräg anschneiden mit dem Messer. Eine Alchemilla, das ist ja auch der Inbegriff der Sommerblumen, die noch reinmachen. Und mein Upcycling der Glasflasche, mein Upcycling-Arrangement ist somit fertig. Und ich würde sagen, ich hoffe immer, dass euch das Video gefallen hat. Und dass ihr, ich habe noch über 100 weitere Videos. Also es ist unglaublich, ich habe so viele Videos gemacht und es sind ja auch alles Evergreens, weil auch je nach Jahreszeit kann man die Sachen alle immer wieder machen. Das Gras auf jeden Fall in der Tüte aufbewahren, und jeder hat ja so einen schönen Wäschesprüher daheim. Einfach ein bisschen einsprühen. Ja, das braucht natürlich ein bisschen Feuchtigkeit, dass das hält. Einsprühen, den Beutel schön zumachen und dann hält es schön und dann kann man einfach ein paar Tage wieder weitermachen. Geht natürlich nicht ewig, aber es lässt sich dann wunderbar konservieren und dann kann man auch so schöne Geschenke oder tolle sommerliche Arbeiten für die eigene Tafel kann man sich dann anfertigen. Also viel Spaß beim Nachmachen und bis bald. Liebe Grüße von eurer Margit. Tschüss!